Ja, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Icewind Dale. Wir bewegen uns jetzt im Tal der Schatten und sind auf der Suche nach dem Bösen, das Kuldahar heimsucht. Und auf der Karte sehen wir jetzt erstmal ganz kurz, dass wir hier runter können. Da längs runter wäre auch der richtige Weg. Wir gehen aber erstmal hier lang, um uns eine Höhle anzuschauen, die hier noch in der Ecke ist. Die werden jetzt, glaube ich, auch von zwei oder drei niederen Schatten noch vorab bewacht. Da gucken wir erstmal hin, dass wir das hinbekommen. Da sehen wir schon. Sehr schön. Komm her. Komm zu uns. Bereit. So, jetzt kriegst du von uns ein bisschen... Nein, 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 nein. Ich wollte dich wählen. So. Geht doch. So. Der war schnell erledigt. Da sind noch welche. Ach, gehen wir erstmal einfach alle drauf und dann... Das passt schon. Obwohl, du machst mal vertreiben. Eine Untrut vertreiben von unserer Priesterin ist jetzt eine extrem wichtige Fähigkeit, die wir hier haben. Dadurch können wir die nämlich in Furcht... Moment, stopp, 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 du hast noch... jetzt haben wir deine ganzen Wurfwaffen aufgebraucht. Du hattest auch nur noch... wenig Pfeile, so. Demnach können wir jetzt... Ach, hier, in die Höhle hinein, aber ein bisschen aufgefüllt. Gerastet haben wir gerade. Dann machen wir jetzt noch schnell einen Schnellspeicher und schauen uns die erste Höhle an. Ich weiß ja nicht, wie viel es gab. 3, 4, 5? So, was haben wir hier? 1, 2, 3, 4 Skelette auf der rechten Seite. Ein Zombie in der Mitte. 2 links plus ein Zombie. Wir stehen so. Können wir eigentlich mal die neuen Zauber ausprobieren. So, Vikare, du machst ein Säurepfeil auf den Zombie. Bereit. Du nimmst das Skelett in Beschuss. Du machst die Einhornlanze dahin. Was willst du? Du machst Untote vertreiben und ihr beiden steht einfach da und seid Bollwerk. Du hast meine erledigt. Du den ja? Und du Nö, den. Gar nicht so, da haben wir schon den Effekt. Sehr schön. 4 Stück sind betroffen, die jetzt wegziehen. Du machst bitte den Zombie weg. Er hat, ja, die Säure hat Zeitschaden verursacht, deswegen ist die toll. Du hast immer noch, wen hast du im Griff? Du ja. Machst den noch weiter. Jetzt machst du den mit. Ja? Du kommst in hier Ordnung. Hin und machst den. Sollst du bezahlen. Ja? Stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben, stehen bleiben. Zurück, 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 zurück. Was? Nicht dahinterher rennen. Nachher kommt, wer weiß noch wer, mit. Nö, 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 nö. Wir bleiben hier und machen ein bisschen mit unserem Bogen. Ach, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Da ist der. Den wollte ich eigentlich noch gar nicht anlocken. Ach, shit. Bin ich einen kleinen Schritt zu weit gelaufen. Ich wollte den Aaskriecher noch nicht anlocken. Die sind zu gemein. Naja, egal. Du gehst darauf. Ich bin bereit. Dein Untote vertreiben. Bleib bitte. Weil sonst kommen die Skelette noch dazu. Nee, du musst da mit hin. So, du machst mal den. Sehr schön. Damit ist der auch erledigt. Und da kommt was. Die machen nämlich bewegungsunfähig. Das ist... Oh ja, ich bin hier. Wird erledigt. Stimmt was nicht? Okay. Und du stellst dich mal hier hin zum Vertreiben. Das funktioniert. Ja. Fernkampfwaffen sind jetzt ein extrem schönes Ding. So, erledigt. Ich verstehe. Sag mir noch was. So, ihr zwei, macht den da jetzt platt. Sehr schön.
Ich weiß, dass die anderen hier noch rumgeistern. Ich bin bereit für Abenteuer. Und was haben wir dann? Gucken wir in der Zwischenzeit nochmal, was wir hier so finden. Weil die anderen Untoten, die kommen mir sowieso gleich wieder angelaufen. Das weiß ich. So. Weil das waren noch nicht alle, da fehlen noch welche. Außerdem sind hier auch noch mehr. Bin schon dran. Hier waren auch noch mehr. Naja, egal. Wir stellen uns hier hin. Da finden wir die nämlich schon dann. Bleibt stehen, bleibt stehen, bleibt stehen, bleibt stehen. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir, du da, und du nimmst den in der Mitte. Ne, okay, jetzt bleibst du wieder hier. Du bleibst auch hier. Ja, ganz recht. Er haut jetzt wieder ab, deswegen darf unser Schurke sich ausgiebig... Nimael hat Feind gesichtet. Ja, das weiß ich, weil er war gerade nämlich nicht mehr sichtbar. Die gehen nirgendwo hin. So, komm. Sehr schön. Du bist erledigt. Nee, den plündere ich jetzt noch nicht. Verdammt. Du hast den. Meine Aufmerksamkeit. Den. Ich bin hier. Nee. Gewiss. Ich sterbe, wenn du mir noch mehr Arbeit auf... Na gut. Ja, Klappe. Geh woanders. Sterben. So, dann kümmere dich darum, dass die... Untoten wieder tot gehen. So, ja. Ihr drei dürft da gerne den machen. Da ist ja auch noch zwei. Ach, die drei, ja komm, da brauchen wir die anderen drei nicht dazu holen. Die kriegen das so geregelt. Sollten sie eigentlich, ja. Wie kann ich helfen? Da können wir sie auch noch eben... die Sachen mitnehmen lassen. Was hast du hier? Du hast nur einen Stab. Das brauchen wir nicht. Ich erledige das. Ja, und ein Schwert. Danke. Eingesteckt. Dann kommt mal zurück. Ja? Klar. So, Feind gesichtet von Lysander. Ja. Der kommt schon von alleine an. Die Tore zum Tod. So, genau. Du darfst auch wieder angreifen. Denn... Ich höre. Das ich muss eine Weile. Vertreiben brauchen wir jetzt nicht mehr so extrem. So viel kommt hier nicht mehr. Jetzt müssen wir aber Nimael Fallen suchen lassen. Da ist nämlich eine. Sehr schön. Das wusste ich doch glatt. Und ja, zack, Ordnung, zack. Zeig mir das Ziel. Bin auf dem Weg. Zack. Bereit und ganz recht. Was? Oh,
keine Zauber mehr. Wir müssen gleich mal rasten, auf jeden Fall. Ja? Komm schon, mach den weg. Komm mal bitte wieder zurück. Du musst mal eben eine Heilung durchführen. So. Was? Sehr schön. So will ich das haben. Nochmal eine Heilung. Und zwar muss Lareal noch geheilt werden. Und Nimael schaut sich jetzt... Ich habe doch gerade hier eine Falle gesehen. Wo ist die hin? Ah, wo ist die doch? Die wird jetzt eben schnell entfernt. So, geht doch. Und du dahin. Erledigt. Jetzt zwei kümmert euch jetzt um den. Immerhin haben wir ja jetzt den Weg freigeräumt. So, die vier kümmern sich schon darum. Na gut, oder die fünf jetzt. Können ruhig alle auf ein. So viel Schaden machen diese Skelette jetzt nicht. Das funktioniert aber auch nur noch jetzt hier so in diesen Anfangsgebieten, sag ich mal. Ich höre. In späteren Bereichen sollten wir dies tunlichst unterlassen, Leute hier passiv hinzustellen. So, du bist so gut wie überladen wieder. Habe ich hier noch was? Nö. Du hast meine Aufmerksamkeit. Hier haben wir nichts mehr. So, einmal dahin. So. Wir haben da noch ein kleines Skelett. Das machen wir noch ein bisschen. Das plätten wir noch. Sehr schön. Das hat aber nur einen Stock dabei. Das heißt, wir können jetzt hier mal in den Raum reingehen, wo der Aaskriecher normalerweise sich dann aufgehalten hätte, hätten wir ihn nicht vorab angelockt. Und schauen uns mal um. Hier ist aber nichts mehr. Deswegen mache ich mal eben einen Schnellspeicher und guck mal, ob wir... Ja, wir können rasten. Und du darfst dich jetzt umschauen. Schaffst du das? Ja, wir haben im Schattenverstecken gelungen. Und wir werden jetzt... Achso, Fallen suchen. Ach schade, das geht hier noch nicht. Okay. Das geht hier wohl noch nicht. Wir suchen hier nach Fallen. Also laut Text sind wir aus den Schatten wieder herausgetreten, um die Fallen zu suchen. Schade, in den höheren Regelwerten geht's dann sogar so weit, dass wir, mein neuer Zauber, in den Schatten bleiben können, während wir Fallen entdecken. So, wir nehmen den nochmal eben mit. Aber Falle entschärfen bringt ja auch, ich meine, ein wenig Erfahrungspunkte. Anscheinend nicht, ja, keine Ahnung. Ich weiß es jetzt nicht, ob das in dem Regelwerk so ist oder nicht. Wir sehen's. Hier ist noch ein Knüppel. Ne, Morgenstern. Na egal, den nehmen wir mit. Denn den können wir verkaufen. Solange wir, wie wir ihn tragen können und nichts Besseres finden, ist alles tutti. Das ist, deswegen müssen wir noch einen identifizieren lassen. Was haben wir hier? Glück. Verzauberung, Bezauberung. Bist du ein Magierzauber? Ich hoffe. Du bist ein Gegengift. Du bist hier bei dem schon ganz, ganz gut klar. Ändert die Geschicklichkeit. Geschicklichkeit braucht doch eigentlich nicht der Waldläufer. Hier, du. Hast du denn schon Geschicklichkeit? Ach, hast du schon auf 18. Inventar. So. Denn wir haben ja gesehen, ihr hebt auf 18, für Geschossangriff. Aber haben wir schon. Deswegen kriegt jetzt die Magierin das wegen Wurfdolche. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. So, Pfeile. Kannst du die identifizieren für uns? Na egal, wir lassen den mal hier. Ja,
Glück haben wir ins Zauberbuch geschrieben. Wir haben ja aber noch einen Flächenangriff, also Flächenzauber, nämlich stinkende Wolke. Den haben wir auch ins Zauberbuch geschrieben. Und der werden wir uns das Zauberbuch jetzt mal genauer anschauen, ob wir eventuell, ja, wir könnten jetzt hier Glück, 300 Glückesendchen auf allem, was es tut, ein Bonus von 5% auf alle Taten, das ist eure Fall besser, und stinkende Wolke möchte ich jetzt auch nicht, das ist nämlich, ich bin nicht so, ich, also Flächenangriffe, nicht so meins, nein, danke. Damit haben wir diese Höhle gesäubert und können uns jetzt hier wieder zum Startpunkt hin begeben, um nach unten zu wandern und uns die nächsten Bereiche anzuschauen. So. Auf geht's. Machen wir eben schnell speichern. Denn wir sollten hier noch auf die ein oder anderen Talbewohner treffen. Jupp, Yetis. Ich wusste doch noch, dass die noch kommen. So, alle greifen an, bis auf du bitte. Ich möchte, dass du deine Munition sparst. Weil für ein Yeti brauchen wir keine große Unterstützung von deiner Wertmagie, und dein Dolcher, wie man sieht, kannst du dir auch sparen. So, wir könnten jetzt runter oder dahin. Ich weiß gar nicht mehr, was war denn der richtige Weg? Ein Yeti-Pelz. So, du warst ziemlich schwer. Schau mal eben. Achso, nee, wir konnten hier noch runter. Okay. Aber wir treffen auf noch einen Yeti und du bleibst mal bitte da. Obwohl wir. Nee, wir zaubern jetzt nicht. Nicht bei dem Yeti. Nicht bei dem. Das kriegst du so schon hin. Wer zaubern darf, ist Talea. Die darf nämlich mal eben Wunden heilen. Und, oh, Lyra darf eine Stufe aufsteigen, sehe ich gerade. Mensch. Und zwar darf sie noch einen Punkt verteilen, den ich auf Dolche. Und zwar, oh, große Schwerter. Das ist ja cool. Die bleibt zwar bei Dolche, aber immer gerne drauf. Das heißt aber auch, wir haben wieder Priesterzauber, die wir belegen dürfen. Sengende Sonne. Wenn dieser Zauber angewendet wird, dann gleich ein brennender Hitzrichter vom Himmel her nieder und trifft ein vom Anwender auserwähltes Opfer. Dem Opfer steht ein Rettungswurf gegen Zauber zu, mit dem der Schaden halbiert werden kann. Wenn ein Wesen von dem Strahl getroffen wird, erleidet es 1 bis 6 Schadenspunkte plus 1 Punkt pro Stufe des Anwenders. Untote Wesen und Monster, die empfindlich gegen Hände das nicht sind, erhalten 1 bis 6 plus 2 Punkte des Stufers. Außerdem geblendet. Das klingt schon mal gut. Das heißt nämlich 1 bis 6. Wenn wir jetzt aber Stufe 4 sind, sind das nämlich 5 bis 10. Logisch. So, das nehmen wir mit. Hier dürfen wir auch nochmal. Was haben wir denn hier? Bestienklauen. Klauen mächtige Bestien, was haben wir, eine Stärke von 1872, sowie die Fähigkeit fördert ein Gegner durch Kratzen 2 bis 8 plus Stärkepunkte Klingenschaden zuzufügen. Kann pro Runde 2 Angriffe mit dem Bestienklauen dürfen, wobei ein Bonus von 2 Punkten auf seinen Angriff wird. Das klingt doch schon mal gut. So, hier Rindenhaut. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn klasse. Und du bist, ja, Stufe 4. Habe ich mir das doch gut gemerkt. Hier, das heißt, bin schon dran. Dieser Sonnenstrahl macht eine ganze Menge Aua. So, jetzt muss ich mir mal eben einmal, jetzt will ich mir mal die Karte genauer angucken. Ich meine, hier lang ging es zur nächsten Höhle. So. Ja, hier, besonders weil das auch gegen Untote hilft. Ach, da habe ich schon die Munition aufgebraucht, verdammt. Dann lege ich ihr die Wurfdolche nur noch in der Hand, wenn ich will, dass sie angreift.
Und ansonsten kann ich sie ja in der Bewegung aufhalten. Genau, machen wir das so. So, nehme ich so. Zack. Feinde entdeckt, macht sie platt. Du bleibst nicht da unten lang rennen, hier lang. So. Komm mal, komm her. Greift sie an. Wir bewegen uns weiter. So, geht doch. Ja, und hier ist noch eine Höhle. Sehr schön. Finde ich klasse. Yep. Dann wollen wir nochmal eben schnell speichern. Ausruhen. So. Und uns in die Höhle begeben. Und uns erwarten gleich wieder Gegner. Gegner. Die wir aber erstmal alle wieder auf uns zukommen lassen. Was willst du denn? Ich verstehe. So, und dann wollen wir doch mal den neuen Zauber austesten. Der. Der ist klasse. Du nimmst den hier mal aufs Korn. Och, ist das schön. So mag ich das. Da ist schon der nächste. Der wird aber wieder von unserer Magierin aufs Korn genommen. So. Da kommt schon einer. Das ist so ein neuer Gegner. Ein Düsterschrecken. Ja. Komm, bitte so hinstellen. Die sind nämlich auch nicht ohne. Hurra, noch mehr kämpfen. Die lernfähige Kugel. Macht Schaden. Wie viel? 2 Schaden durch Magie, 2 durch Feuer. Das ist schon mal nicht schlecht. Du darfst aber noch deine Einhornlanze loswerden. Und damit ist das Ding erledigt. Jetzt gehen wir noch ein bisschen näher hier. Holen noch den letzten Rest an Gegner hier raus, weil so groß ist diese Höhle nämlich nicht. So, da ist noch einer. Du hast keine Zauber mehr. Du gehst hier rüber. Du hast noch Zauber. Deswegen gehst du einmal auf den. Du hast noch deine Bestienklauen, die wir austesten werden. Das ist nämlich ein Ghoul. Oh. Schade. Ich hatte gehofft, die könnten wir jetzt... Doch, da. Ich bin hier. So, komm her hier. Du darfst... deine Bestienklauen austesten. Na komm schon. Ich höre. Ich erledige das. Nee, du da. Ja, das ist in Ordnung. Ich bin denke ich. Bereit. Über euer Glück. Und noch dahin. Das sieht doch gut aus. Skelett, Klinge. Zeig mir das Ziel. So. Die paar Skelette da jetzt ausräumen, das ist ja. Du hast meine Aufmerksamkeit. Pillepalle. So. Erledigt. Hier ist einfach nur ein Brunnen. An dieser Stelle ist der Boden eingebrochen und mit Wasser vollgelaufen. Die Oberfläche kräuselt sich. Das sieht doch gut aus. Das sieht nicht gut aus. Da habe ich die Befürchtung, dass da irgendwas ist. Nimm mal eben hier so ein bisschen. Ich möchte, dass du ein paar Sachen aufnimmst, die hier rumliegen. So, das Schwert... da auch. Oh, das sieht ja schön aus. Und einen kannst du, glaube ich, noch nehmen. Das kriegst du auch noch. So. Ja, das war zu viel. Wie kann ich helfen? Das darfst du aber aufnehmen. Ja, das ist jetzt erstmal Inventar umsortieren. So. Dann schauen wir uns. Das schauen wir uns später an. Jetzt gehen wir erstmal hier oben lang. Was bist du? Das ist die Bronzestatue einer in Ruhm gehüllten Figur. Da oben ist nämlich noch was. Skelette, die können wir aber so. Die können wir so erledigen. Da machen wir uns jetzt keinen großen Stress mehr. Die. Ach, das sind 4, aber auch 4. Den einer mehr macht es denn jetzt auch nicht mehr.
Befehl. Obwohl, könnt ihr bitte mal die Finger von Talia lassen, ihr Schweinehunde. Ich habe ganz vergessen, sie rauszunehmen und hier in die Ecke zu stellen. So, na egal. Können wir jetzt so hinstellen, dann machen wir mal einen Schnellspeicher. Das wäre ja schon fast peinlicherweise in die Hose gegangen hier. Wir rasten eben einmal schnell und... So, nimm mal eben hier deine die Sachen auf, so. Ja, na gut. Niemal, dann schau doch mal, ob du hier eine Falle findest. Okay, verschlossen ist das nicht. Dann auf. Das sieht gut aus hier. Zack. Tolle Sachen. Diebesgut, das hat sich ja schon mal fast gelohnt. Der Bogen, okay, den können wir nur verkaufen anscheinend. Weil hier schon wieder eine Stufe aufsteigen. Ich sehe das wieder nicht. So, einverstanden. Stärker, mehr Leben. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich hier eine Falle befindet. Doch nicht? Ich traue diesem Braten nicht so ganz. Aber sieht gut aus. Schlüssel? Wozu brauchen wir Torschlüssel? Wer weiß, was uns das wieder bringt. Aber wir haben den Identifizierungszauber gelernt. Beziehungsweise noch nicht, sondern Intelligenz des Anwenders. Intelligenz geht hier rüber. Wir haben einen großen langen Bogen. Achso. Wir haben die Schriftrolle dazu gefunden. Und jetzt wird gerade mein Kater wieder wach und blockiert hier wieder alles. Beziehungsweise nicht blockiert, sondern sabotiert. Oh, ich höre. Hier ist ein Feind angekommen. In der Zwischenzeit, während wir da durchgesucht haben. Das ist ja auch so eine interessante Sache, dass halt, während wir im Inventar sind, das Spiel halt weiterläuft. Mal gucken hier so, ein bisschen rumdrehen. So, wieder. Eieieiei, was hier nicht alles so abgeht gerade. So, Schnellspeicher. Ausruhen. Und da haben wir die Falle übersehen. Fallen, ja. Überfallen. Ich hätte hier... Ja, ich wusste doch, ich traue diesem Braten nicht. Ich habe zu sehr diese Statue ins Visier genommen und habe diesen Gang übersehen. Und dabei ist hier hinten nur eine Schubslade, sag ich mal. Eine Keule da hinten, die lassen wir mal liegen. Der ist ja nichts Besonderes. Was haben wir denn hier? Die ist nicht identifiziert. Eine Lederrüstung. Ach, du bist ja heilen. Das ist eine Sache hier für die Klerikerin. Furchtbannen. Finde ich sehr gut. Und leichte Wunden heilen. Können wir so schön Zugriff machen. Einmal den lernen. Stärke lernen. So, ja. Und ja, schmieren. So. Den dahin. Muss ich ein bisschen gegen den Kopf meines Katers anspielen, der sich gerade auf die Maus legt. Aber ich hatte eh vor, hier erst einmal wieder eine kleine Pause einzulegen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Gehabt euch wohl.